Willkommen, Thema dieser Mindmap Due Diligence. Und zwar fragt der Prüfer auch nach den Bestandteilen, nachdem wir den Begriff geklärt haben, was das ist. Also die Einstiegsfrage des Prüfers lautet: Was ist das überhaupt? Und das klären wir zunächst einmal. Ich nenne das ja immer oder fast immer Begriff. Was sagt also dieser Begriff? Due Diligence ist eine umfassende Unternehmensprüfung oder Überprüfung. Also Prüfung im Sinne von Überprüfung. Man könnte auch sagen, es ist eine, ich schreibe es mal in Gänsefüßchen, umfassende Durchleuchtung des Unternehmens. Oder man könnte es noch anders formulieren, es ist eine, auch das schreibe ich in Gänsefüßchen, Prüfung auf Herz und Nieren. Ja, wobei auch das, die Prüfung auf Herz und Nieren, nicht die Prüfung auf Herz und Nieren ist, sondern viel umfassender. Also ein komplettes Durchchecken. Ja, und das ist Due Diligence. Also wenn man das vom menschlichen Körper überträgt auf das Unternehmen, dann ist das ein komplettes Durchleuchten, ein komplettes Durchchecken des Unternehmens. So, und der Prüfer sagt wunderbar. Was heißt das denn, komplette Durchleuchtung? Ja, oder wir bauen sofort die Brücke und sagen, Prüfung auf Herz und Nieren ist nicht nur Herz und Nieren, sondern darf ich die Bereiche nennen, darf ich die Bestandteile nennen? Und der Prüfer wird garantiert nicken, denn er hat diesen Begriff eingeführt und jetzt ist dem Prüfer immer am liebsten, wenn der Prüfling redet, zum Thema redet. Also, nächste Frage, was ist Herz, was ist Nieren und welche anderen Punkte gibt es noch? Da sind einmal die Finanzen. Ja, was ich jetzt hier mache, ist keine Wertung, weil ich sage, das ist das Wichtigste. Alle Gebiete sind wichtig. Ja, die Finanzen, dann die rechtliche Situation. Wir können sagen Recht, um es kurz zu halten. Gemeint ist die rechtliche Situation, ich erkläre das gleich noch genauer. Dann Steuern. Dann der Markt. Ja, bedeutet Marktstellung, Positionierung, Konkurrenzsituation, all diese Dinge. Ich werde das gleich noch erläutern. Dann die Qualität des Managements, also Management. Und dann wird langsam deutlich, warum man Due Diligence macht. Es geht nämlich um ein Divestment. Investment heißt wörtlich Einkleidung, Divestment heißt wörtlich Auskleidung. Das heißt, im Prinzip will man das Unternehmen verkaufen. Man will das Unternehmen aufbauen, will es bewerten lassen durch Due Diligence und das soll dann zum Ergebnis führen, dass alles wunderbar ist und dann will man es im Prinzip verkaufen. Und auch der Börsengang ist nichts anderes als ein Verkauf. Machen wir uns das nicht vor. Nur, dass es da nicht einen Käufer gibt, sondern in der Regel viele, viele kleine. So, das ist Divestment. Und dann haben wir immer noch den Punkt Sonstiges. Und jetzt schauen wir uns das alles im Detail an, nachdem wir es hier ein bisschen sortieren. So, was bedeutet Finanzen? Finanzen bedeutet natürlich zunächst einmal der Cash Flow. Es gibt so einen alten Spruch in der Betriebswirtschaftslehre, der sagt, Cash is King. Und das gilt auch hier wieder. Wenn alles andere gut ist und da ist kein gescheiter Cash Flow im Unternehmen, dann steht das Unternehmen kurz vor der Insolvenz, kurz vor der Pleite, salopp gesagt. Und deswegen ist der Cash Flow eines der wichtigsten Indikatoren. Und dann schaut man natürlich auf den Jahresabschluss, macht also eine Jahresabschlussanalyse. Jahresabschlussanalyse. Ja, das ist das Übliche, das, was wir kennen. Man berechnet die Kennzahlen natürlich mit besonderem Schwerpunkt
auf der Rendite des Unternehmens, also Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität, sind hier Kennzahlen, die man mit Sicherheit besonders herausarbeiten wird. Denn noch einmal zur Erinnerung, man will das Unternehmen verkaufen. Das Unternehmen, das ein Due Diligence macht, steht im Prinzip vor dem Verkauf. So, dann die rechtliche Situation. Das sind Eigentumsverhältnisse, Verträge, Satzung. Ja, wenn es eine AG ist, gibt es eine Satzung. Das ist sowas wie die Verfassung des Unternehmens, nennt man hier Satzung. Und natürlich vor allem eventuell Streitigkeiten. Wenn dieses Unternehmen gerade eine Milliardenklage am Hals hat und das unglücklicherweise noch in den USA, ja, sogenannte Sammelklage, dann muss das natürlich in Due Diligence einbezogen werden, denn der Käufer muss sowas natürlich wissen. So, dann Steuern. Steuern, da schauen wir auf Steuerzahlungen oder Steuernachzahlungen. Man schaut natürlich auch, ob regelmäßig bezahlt wurde, ob nicht was offen ist. Steuerzahlungen, Steuernachzahlungen und Steuerrisiken. Es kann sein, und das geht dann einher mit dem Thema Recht, dass das Unternehmen in einer Rechtsstreitigkeit ist um Steuern, die das Unternehmen nicht zahlen will. Und es hatte vielleicht auch gute Gründe. Und das muss einbezogen werden, das muss bewertet werden. Man quantifiziert das dann. Ja, man überlegt sich eine Wahrscheinlichkeit, wie viel hier zu zahlen ist, um das zu quantifizieren. So, dann nochmal, das ist keine Wertung hier, keine Reihenfolge, ist alles sehr wichtig. Alle Punkte sind sehr wichtig. Kommt der Markt. Man schaut auf die Marktstellung. Noch wichtiger als Rendite, was ja ein ökonomisches Bewertungskriterium ist, ist nicht die Marktstellung, sondern die Machtstellung. Ja, Marktstellung bedeutet, inwieweit hat man vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, eine USP, Unique Selling Position, USP. Wie ist die Qualität von dem, was man produziert? Und wie sind die Zukunftsaussichten? Und das, da gibt es ja ein betriebswirtschaftliches Instrument, das da heißt SWOT. Ne? SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken wird man mit Sicherheit hier auch vornehmen, wenn man Due Diligence macht. Ja, Stärken, Schwächen sind intern und beeinflussbar, Chancen und Risiken sind extern und nicht beeinflussbar. Ja, oder nur höchst indirekt beeinflussbar. So, dann das Management. Man schaut auf die Erfahrung, den Ausbildungsstand, generell die Qualität des Managements, Referenzen vielleicht. Ja, hat vorher schon mal ein Unternehmen ruiniert. Ne? Schauen sich die Nasen an, die da rumlaufen. Die ziehen meist eine Blutspur hinter sich. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist auffällig, ne? Dass sie das eine Unternehmen ruinieren und dann zu dem nächsten Unternehmen kommen. Aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen und das dann auch in Grund und Boden wirtschaften. Also hier muss man schauen, wo kommen die her, welche Referenzen, welche Erfahrungen, welche Erfolge. Im Prinzip sollten es Erfolge sein und nicht Misserfolge, die das Management hat. Damit sind wir beim entscheidenden Punkt, nämlich Divestment. Aber ehe wir das nochmal hier ein bisschen spezifizieren, gehe ich auf Sonstiges noch ein. Sonstiges sind zum Beispiel Umweltaspekte, steht hier unter Sonstiges, könnte aber auch hier unter Recht eine Bedeutung haben. Also zum Beispiel wegen irgendwelcher Umweltverschmutzungsthemen könnte es zu Rechtsstreitigkeiten oder zu Klagen kommen. Umweltaspekte,
und zum Beispiel technische Aspekte. Also alle Punkte, die man sonst nicht unterbringen kann. Und das sind Beispiele hier. Ne? Man merkt sich hier zwei Beispiele, zum Beispiel Umweltaspekte, zum Beispiel technische Aspekte, ist zum Beispiel Stand der Maschinen. Wobei das irgendwo natürlich auch vielleicht im Anlagespiegel bei der Jahresabschlussanalyse deutlich wird. Aber wenn man es an zwei Stellen bemerkt, ist es umso markanter. Ne? Technische Aspekte ist zum Beispiel der Stand des Maschinenparks, wenn es ein Produktionsunternehmen ist. Ist das vielleicht total veraltet? Ne? Hat die Konkurrenz längst schnellere oder bessere Maschinen? So, und damit bleibt noch Divestment. Das ist also die Analyse der Ausstiegschancen. Ja, man nennt das eine Exit-Strategie. Und das kann sein, dass man einen Käufer findet, ja, zum Beispiel so eine Heuschrecke oder einen amerikanischen Investor, oft ist das das Gleiche, oder aber Börsengang. Ne? Also nehmen wir es hier auf, zum Beispiel Börsengang. Und machen wir uns nichts vor, auch, ich sagte schon, der Börsengang ist der Verkauf des Unternehmens. Ist nur ein bisschen anders dann, aber im Prinzip heißt Divestment Auskleidung, das heißt, man steigt aus, Exit-Strategie, entweder mit einem Käufer oder eben über Börsengang indirekt und mit mehreren Käufen. Das ist das, was man über Due Diligence wissen sollte. Und wenn der Prüfer uns dieses Stichwort gibt, sollten wir in der Lage sein, wenn wir uns hier die wesentlichen Punkte einprägen, viele punktebringende Dinge zu erzählen. Ja? Sie definieren erstmal den Begriff, das ist nie verkehrt, und dann bauen Sie selber die Brücke und sagen, darf ich noch weiter auf die Bestandteile eingehen? Oder Sie nehmen hier ein Stichwort, wie ich es gemacht habe, was heißt denn Herz und Nieren? Was heißt das denn genau? Darf ich das erläutern? Prüfer wird nicken. Ja, so macht man das, so holt man die Punkte. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.